Ich freue mich sehr zu unserer heutigen Sitzung, dass wir uns wieder treffen. Wir haben uns ja bereits heute Nachmittag mit der COP27, mit der Klimakonferenz in Ägypten befasst, hatten die Außenministerin zu Gast und wollen uns jetzt noch mal schwerpunktmäßig den Themen Klimafinanzierung und Loss and Damage sowie Menschenrechte während der COP widmen. Und freue mich sehr, dass unsere Sachverständigen auch hier sind. Herr Harjit Singh vom Climate Action Network International, der auch digital zugeschaltet sein wird, und Dr. Axel Michael-Lover von der Universität Zürich. Schön, dass Sie heute dabei sind und auch einen Input geben. Und aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Frau Heike Henn. Schön, dass Sie auch Zeit finden, zu uns zu kommen. Die Sitzung ist öffentlich und wird per Stream übertragen. Und es steht eine Übersetzung zur Verfügung. Also die Geräte finden Sie entsprechend auf den Tischen, weil Herr Singh seinen Input auch auf Englisch machen wird. Dann steigen wir jetzt direkt mit den Inputs ein. Es steht jetzt zwar 7 Minuten auf der Zeit, aber wir müssen das ein bisschen kürzen und würden um ein 5-minütiges Statement bitten. Und beginnen wird Herr Michael-Lover. Wir freuen uns auf Ihren Impuls. Thank you very much. I'm just bringing up a few slides. So thank you very much for inviting me to talk about international climate finance. I want to focus on reforms to increase efficiency and effectiveness with a view, of course, related to the conference of the parties in Sharm el-Sheikh. Of course, the current multiple crises, they are reducing the ability of developed countries to provide international public climate finance, whereas developing countries are looking for an increase of such finance. So that, of course, means we need now to focus on efficient use of public climate finance. And we also need to look at how we could blend public climate finance with revenues from international carbon markets. And I will look a bit into the possibility how this could be done. So, of course, the countries have their nationally determined contributions, their mitigation targets they've set under the Paris Agreement. And these usually have unconditional contributions that are financed by countries themselves. So for that, we don't need international finance. But then as countries go to develop mitigation options that are more costly, we, of course, then need to look into other financing options, and the international carbon market can fund those options. What is important is to harness the carbon market for those options that have relatively low mitigation costs, whereas we need a mix of climate finance and carbon markets, what I would call integrated climate finance, or those measures that are more costly. Of course, I'm talking here about those countries that are potential recipients of climate finance, because then we can maximize the efficiency of the interventions. Let me also look at adaptation finance. Adaptation has been sidelined in the public climate finance. There are reasons for that. We don't have metrics that are comparable to those for mitigation. We have done some research on potential metrics to remedy this problem, a mix of so-called saved health parameters. So we look at illness and deaths that are prevented, and looking also at the saved wealth, so the change of economic assets compared to baseline. And in order to actually harness adaptation finance, one has an array of policy instruments. For example, one could have reverse auctions of adaptation benefits, or one could also mandate adaptation contributions of public and private entities. And then there could be adaptation service providers who could then generate adaptation benefits that would be used by those entities that have to fulfill these adaptation contribution targets. Of course, I also want to look into loss and damage finance. Last week, the Committee on Development and Foreign Affairs looked at that, so I won't go into detail. What is important from that hearing is that, of course, insurance should be seen as a priority solution, because otherwise one would have the problem of moral hazard. And the question is now how much of the premiums for that insurance
should be covered by international public climate finance. So to sum up the recommendations for COP27, Germany should align itself with countries like Denmark that are now looking towards funding loss and damage. And of course, there is the global insurance field that is proposed by the German government. And the critical items that need to be assessed for such a loss and damage financing facility would be the level of public support for insurance premiums. Then the COP, of course, needs to provide guidance for the financial mechanisms of the UNFCCC. And such guidance could specifically aim at blending of public climate finance with international carbon market revenues. Then, when we now look into NDC implementation, and of course the COP is aiming to be an ambition COP, integrated climate finance concepts should be pushed. And when we negotiate the global goal of adaptation, in the debates about the metrics that could be used for that, the saved wealth, saved health metric could be brought in as a proposal, and also the policy instruments that I've just described. Thank you very much and I'm looking forward to the discussion. Ja, vielen Dank ebenfalls. Wir würden dann direkt mit den Impulsen weitermachen. Da es noch ein paar technische Fragen zu klären gibt, würde ich Frau Henn bitten, jetzt den zweiten Impuls direkt anzuschließen. Ja, herzlichen Dank, guten Abend. Ich fange mal an mit dem Überbegriff für die Bundesregierung, wie wir auf die COP gucken, ist Ambition und Solidarität. Das knüpft natürlich an das Thema Minderung an, aber eben gerade an die Themen für heute Abend, auch Klimafinanzierung und Loss and Damage. Ganz klar, Klimafinanzierung, bei Ihnen war es ja auch schon im Statement drin, die 100 Milliarden erreichen wir nicht. Die 83, die jetzt der Stand für 2021 sind, sind nicht ausreichend und die Perspektive 2023, das zu erreichen, ist zu spät, nicht ausreichend, aber auch ein klares Glaubwürdigkeitsproblem und schränkt uns stark ein, auch Verbreiterung Geberbasis mit China und anderen Ländern hinsichtlich Klimafinanzierung noch mal anders zu sprechen. Bundesregierung mit 6 Milliarden der Ankündigung des Bundeskanzlers gut aufgestellt. Wir haben auch 5 Milliarden schon 2020 erreicht, aber da ist noch eine Strecke zu gehen. Und wir haben nicht nur eine Glaubwürdigkeitsfrage bei den 100 Milliarden, sondern natürlich auch hinsichtlich der Anpassungsfinanzierung. Sie hatten das auch schon genannt. Da haben wir eine Verdopplung versprochen bei der letzten COP. Bundesregierung ist schon jetzt für 2021 auf einem sehr guten Weg, eine Balance zwischen Minderung und Anpassung zu erreichen. Das ist ein gutes Zeichen. Und wir unterstützen diese Forderung nach Balance, nach Verdopplung ganz klar. Jetzt auch für den Weg, was muss noch hier passieren? Sie hatten jetzt auch schon innovative Finanzierungsmechanismen genannt. Wenn wir uns die Analyse angucken, wo wir jetzt stehen, ist nicht nur die numerische Lücke, sondern auch ganz klar die Frage, wo ist die Hebelung der Privatsektormittel? Ja, da greifen wir einfach zu kurz. Da müssen wir noch mal innovativere Mechanismen ansetzen. Wir müssen stärker bei Garantien, bei Risikominimierung, aber eben auch bei Gestaltung der Rahmenbedingungen ansetzen. Das ist für uns BMZ, für die Bundesregierung insgesamt ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt bei der Jahrestagung IWF Weltbank haben wir gerade Richtung multilaterale Entwicklungsbanken als Bundesregierung ein wichtiges Signal gesetzt. Da müssen für die globalen öffentlichen Güter, und da ist natürlich Klimaschutz ein ganz zentrales Element, da muss die Weltbank und die anderen MDBs andere Anreize setzen. Die müssen andere Mittel auch einsetzen, um nicht mehr nur nachfrageorientiert, sondern für den globalen Süden einfach auch billiger, mehr Mittel bereitstellen, attraktiver, damit eben Klimaschutz, Klimaanpassung auch von Weltbank und anderen MDBs stärker gefördert wird. Jetzt würde ich hier dann zum Punkt Loss and Damage übergehen. Ganz klar Verluste und Schäden. Bundesregierung erkennt die Notwendigkeit an. Das sehen wir beim IPCC, das sehen wir, wenn wir aus dem Fenster gucken oder in die Nachrichten. Bundesregierung positioniert sich hier ganz klar als ein aktiver Akteur, der Brücken bauen will, der sagt, das muss auf den Tisch, auf den Verhandlungstisch, aber auch ganz klar, wir müssen hier mehr machen.
mehr Mittel, mehr Innovation und ganz konkrete Angebote für den globalen Süden. Sonst sind wir nicht glaubwürdig. Es ist ein Thema von Solidarität, Klimagerechtigkeit. Und nur dann, wenn wir da glaubwürdig sind, kriegen wir die Kombination mit Minderung, die immer noch der beste Schutz gegen Verluste und Schäden ist, zusammen. Was heißt das konkret? Es muss die auf die Agenda in Sharm el-Sheikh. Wir müssen das Santiago-Netzwerk up and running, operationalisiert bekommen. Wir müssen den Glasgow-Klimadialog auch politisch aufwerten und den nicht technisch 3 Jahre vor sich hin dümpeln lassen. Und wir müssen das mit ganz konkreten Angeboten für Finanzierung innerhalb und außerhalb von UNFCCC verbinden. Ja, wir haben die verschiedenen Instrumente in UNFCCC. Es wird nach einer neuen Fazilität gefragt, ob das die effizienteste und effektivste Art ist, schnell auch für die vulnerabelsten Menschen Lösungen anzubieten. Da hat die EU, da hat die Bundesregierung noch Fragezeichen. Aber ganz klar, wir brauchen in UNFCCC und außerhalb Lösungen. Mit dem Schutzschirm, der schon erwähnt wird, hat die Bundesregierung ein ganz konkretes Angebot, was jetzt zur COP27 auch gelauncht werden soll. Ganz konkrete Architektur, inklusive Governance mit den V20 und den G7 und ein auf vulnerable Länder zugeschnittenes Angebot, was die Schutzlücken identifiziert, dann die Schutzlücken füllt mit mehr Mitteln, kohärenten Mitteln, soziale Sicherung, Versicherung und verbunden mit dem ganz wichtigen Element, was Sie auch schon nannten, der Premiumsubventionierung, um Senegal als Beispiel zu nennen, Hauptrisiko Dürren, Hauptschutzlücken, zum Beispiel Versicherung für Kleinbäuerinnen und anpassungsfähiges soziales Sicherungsnetz, was im Fall einer Krise direkt Lösungen präsentiert. Und mit der Agenda gehen wir in die COP. Als erstes dann die SPD-Fraktion. Ich nehme an, Nina Scheer stellt die Frage. Genau, und wir haben wieder die 5 Minuten für Frage und Antwort zusammen. Ja, es war ja von den Versicherungsleistungen nochmal die Rede. Da ist für mich nochmal die Fragestellung, wie weit, wo stehen wir da überhaupt? Also wir haben natürlich jetzt einen Nachholbedarf noch hinzulegen und das ist noch zu optimieren. Aber es sind verschiedene Ansätze ja gerade auch schon von Ihnen, Frau Henn, angesprochen worden, dass da neue Wege gefunden werden müssen. Weltbank hatten Sie erwähnt. Ich frage mich aber auch, an welchen direkten Schnittstellen orientierten Hebeln muss noch angesetzt werden, weil von der Weltbank zum Menschen ist ja dann doch noch mal ein Weg. Und was muss ich mir dazwischen noch vorstellen, dass da tatsächlich die Hilfe bzw. die Unterstützungsleistung tatsächlich andocken kann? Mit welchen Schwierigkeiten muss man rechnen? An welcher Stelle ist da noch anzusetzen? Vielleicht auch mit Programm unterlegt. Zur Versicherung. Wo wir da jetzt stehen mit der Injury Resilience Initiative, die die Bundesregierung ja 2015 in G7, 2017 in G20 gestartet hat, haben wir zum Beispiel 2021 schon erreicht, dass 150 Millionen Menschen, vulnerable Menschen, gegen Klimarisiken abgesichert waren. Aber das sind natürlich nicht genug, wenn man sich die Milliarden vulnerablen Menschen anschaut. Das heißt, A, eine Ausweitung gezielt, ja, da wo es den meisten Sinn macht, und angesichts der multiplen Krisen auch der Budgetengpässe, gerade in den Ländern, wo die finanziellen Möglichkeiten, die Budgets kaum noch da sind, um diese Prämien zu zahlen, eben auch mit Subventionierung das zu unterstützen. Das ist, sage ich mal, was den Versicherungsbereich angeht. Wir wissen, in Entwicklungsländern ist so die Versicherungsquote 5 bis 10%, wenn es hochkommt. Ja, so, ne? Aber wir sprechen ja mit dem Fokus von vulnerablen Ländern. Ne? Das heißt, nicht in der Breite, also ich muss jetzt nicht versichert werden in Entwicklungsländern auch mit Prämien oder so, sondern das soll ich dann selber machen. Ne? Also, aber da ist trotzdem noch eine große Deckungslücke. Der Weg von der Weltbank zum Menschen, ne, ist natürlich total wichtig. Deswegen
Deswegen beim Schutzschirm ist unser Ansatz, der mit der Weltbank ganz zentral da zusammenarbeitet, von der Länderperspektive auszugehen. Das heißt, wenn wir jetzt Bangladesch nehmen, dann würde Bangladesch mit einem nationalen Prozess, Bangladesch ist ja schon relativ weit, unter Beteiligung der Zivilgesellschaft sagen, so, was sind unsere Hauptrisiken und was haben wir schon? Die haben einen nationalen Fonds, ne? Die haben schon ein paar Lösungen, ich will da nicht ins Detail gehen, aber wo sind unsere Lücken? Und da hat man natürlich auch einen gesellschaftlichen Diskurs. Da sieht die Zivilgesellschaft das vielleicht anders als die Regierung. Aber da werden die Hauptschutzlücken identifiziert. Und der Schutzschirm oder andere Mechanismen kann nicht alle Lücken füllen. Deswegen kommt es auf die Prioritäten an. So, und dann identifiziert man in der Versicherung, bei Bangladesch ist es eher Flut, Hurricanes, Infrastruktur absichern. Vielleicht hat man auch, das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, auch eine Lücke, dass man bei Krediten, die Bangladesch aufnimmt, so eine Klimaklausel reinnimmt, dass der Schuldendienst dann ausgesetzt wird im Fall so eines Klimaereignisses. Das ist zum Beispiel auch eine Innovation, die wir in den Schutzschirm integrieren wollen. Und das wird dann im Land definiert und dann gucken wir mit den drei Instrumenten, die der Schutzschirm in dem Falle hat, Weltbank, V20, aber auch noch mal ein stark Zivilgesellschaft, Privatsektor orientiertes Instrument bei der Frankfurt School of Economics. Welches Instrument am effizientesten diese Lücke dann schließen kann, damit auf dem billigsten Weg die Effekte bei den Menschen in Bangladesch jetzt in diesem Falle ankommen? Vielen Dank. Von der Weltbank zum Menschen ist sicher ein sehr gutes Bild. Diesen Weg müssten wir mal grafisch, ist leider schon die Zeit jetzt rum für die erste Runde. Vielleicht machen wir es so, wenn wir noch Zeit übrig haben, dass wir dann noch mal eine zusätzliche Fragerunde machen. Aber da wir auch noch den Top mit den Menschenrechten haben, ja. Und ich möchte natürlich noch Norbert Gorrissen aus dem Auswärtigen Amt auch begrüßen. Das hatte ich bei meinem Fauxpas. Er ist auch hier für Fragen natürlich ansprechbar. Dann wäre jetzt die Union dran. Herr Erndl, bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich muss festhalten, dass bei der Frage Klimafinanzierung, wie bei vielen anderen Fragen oder Themen, bei dieser Regierung letztendlich Worte und Wirklichkeit auseinanderklaffen und natürlich auch die Aussagen im Koalitionsvertrag andere sind als die, die wir jetzt in der Realität bei den Haushaltsentwürfen für nächstes Jahr sehen. Und ich glaube, dass das schon ein Problem ist, weil letztendlich einfach Vertrauen in unser Land schwindet. Wir sehen das ja auch in anderen Politikfeldern im sicherheitspolitischen Bereich. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wenn man Zusagen macht, dass die auch eingehalten werden. Und deswegen die Frage, wie geht es sozusagen weiter mit dem Haushaltsentwurf? Ist da noch sozusagen eine Möglichkeit, da die Mittel auch aufzustocken? Es sind ja auch Zusagen im Rahmen der G7 gemacht worden. Wir haben aktuell noch bis Jahresende die Präsidentschaft. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man da auch vorbildhaft für eine ausreichende Finanzierung sorgt. Und das ist eben dann die Frage an die Vertreter der Regierung, ob wir da noch hinkommen. Und vielleicht eine Frage an den Sachverständigen, Herrn Michael Lova, ob es sozusagen eine Schätzung gibt, inwieweit Zusagen der Klimafinanzierung tatsächlich dazu beitragen, dass konkrete Empfänger bei Schäden und Verlusten unterstützt werden können. Also welche der Maßnahmen sind denn Ihrer Meinung nach am wirksamsten? Die Versicherungen sind ja schon angesprochen worden. Sehr sportlich in zwei Minuten. Es gibt ja auch noch Förderkredite, Fonds etc. Vielleicht können Sie da kurz drauf eingehen. Dankeschön. Möchten Sie vielleicht zuerst und dann Herr Michael Lobber? Ja, herzlichen Dank. Richtung Haushalt, Klimafinanzierung, Glaubwürdigkeit ist wichtig. Wir sind da aber auf einem guten Weg. Wir werden voraussichtlich auch 2021 5 Milliarden schon mindestens erreicht haben und müssen dann in den Haushalten 24, 25 das auch absichern, dass wir auf die 6 Milliarden kommen. Aber da bin ich, das werden wir gemeinsam dann schaffen. Herr Michael Lover.
Yes, thank you very much. So the efficiency of measures depends on the type of action. As I described, for mitigation, it's looking different than for adaptation, and again, different for loss and damage. What we've seen is that interventions, for example, that were funded through German development financing, there has been an evaluation by the Debal Institute. So the efficiency was mixed in that evaluation. We see that the funding that has flown, for example, through international carbon markets, there, of course, has been a clear concentration towards measures with low mitigation costs. So the markets have been driving the funding where it's most effective. Of course, there have been debates about additionality of certain activities. So that needs to be underpinned by a good and robust rule set. Now the rules set in COP26 for the new carbon markets under Article 6, they've improved significantly compared to the rules we had for the so-called Kyoto mechanism. Thank you. Vielen Dank, Mr. Singh. Wir würden Sie noch ganz herzlich begrüßen und auch in einigen Minuten noch ansprechen. Also nur, dass Sie vorbereitet sind. Wir machen jetzt noch die erste Runde zu Ende und dann würde ich Sie um Ihren Impuls bitten. Schön, dass es geklappt hat. Gut, dann Bündnis 90 Die Grünen mit Frau Henneberger, bitte. Also meine Fragen wären tatsächlich auch primär für Herrn Singh. Also für mich wäre es auch voll okay, wenn er seinen Input gibt und dann können wir weiter diskutieren, wenn das für euch okay ist. Thank you very much. Good evening, everyone. Thank you again for providing this opportunity to civil society to share its views and demands on the very important issue of loss and damage. I'm Harjeet Singh, head of global political strategy at Climate Action Network International. As you may be aware, Climate Action Network is a global network of more than 1,800 civil society organizations in over 130 countries, driving collective and sustainable action to fight the climate crisis and to achieve social and racial justice. Climate Action Network convenes and coordinate civil society at the UN climate talks and other international fora. We are already in the era of loss and damage. In the last few months, we have seen unfathomable levels of suffering of people because of climate impacts. This is not contained within our national borders. We have seen heat waves, droughts, and flooding sweep through Africa, Australia, countries like Bangladesh, Canada, China, the continent of Europe, and even my own country, India, and the United States. And now we also see unprecedented devastation in Pakistan, where one third of the country was flooded. People around the world are suffering from losses and damages, but particularly those in developing countries, having little access to timely support to rebuild and recover from next disaster is something that we all are worried about. It's the communities who have contributed the least to cause the crisis that are now on the front line of the climate impacts. It's clear that we are already deep in the crisis now globally. Science keeps telling us how much worse this situation is and why that is, because polluters keep polluting and those who are most responsible refuse to do their fair share. We have seen very recent analysis showing that even at 1 degree of global warming, a threshold that we have already passed has begun to trigger key tipping points, which snowballs further warming and impacts. However, there is hope if we act now and with the urgency needed. At the Glasgow dialogue in June, all countries recognized the gap in addressing loss and damage. Humanitarian system, which has been vital so far in supporting people, is not enough anymore. There was a study by Oxfam that over the last 5 years, UN humanitarian appeals linked to extreme weather events were only 54% funded on average, resulting in an estimate funding shortfall of $28 to $33 billion. And we all know that humanitarian appeals do not represent the full cost of losses and damages. By 2050, as per some estimates, the economic cost of loss and damage in developing countries is going to be between $1 to $1.8 trillion US dollars.
And this does not include the so-called non-economic losses and damages, such as loss of life, loss of culture, territory, amongst others. Yet in the last three decades, finance for addressing loss and damage has remained elusive, regardless of consistent pleas from negotiating groups representing the most vulnerable. The failure of ambitious action on mitigation and adaptation has resulted in ever-increasing need for finance to address loss and damage. And I would like to underline this continuum of mitigation, adaptation, and loss and damage. For decades, rich countries have not only failed to meet their obligation to reduce their carbon emissions in line with a climate-safe future, but have also steadfastly refused to support vulnerable people in developing countries to deal with the consequences of this deadly dependence on fossil fuels. What they offer today is just insurance, and that is in the guise because we know that it's not adequate. We know that it will be ineffective as the frequency and intensity of extreme weather events increase. And there are many examples where insurance companies have said the places that were insurable earlier are not insurable anymore. Insurance companies also cannot help people deal with the impacts from slow onset events, such as sea level rise or desertification, because insurance works on probability, and in these cases, probability is 100%. Even in rich nations, insurance companies are refusing to offer schemes to those in climate vulnerable areas, knowing the enormous risks in doing so. Simply put, within the climate finance architecture, there is no finance to support communities to address loss and damage. What we need now are concrete solutions in the form of a new funding stream under the UN that can provide timely support to communities in need. And this is where Germany has an opportunity to ensure that the history of failed leadership from rich countries and the lack of moral authority and political will, which has not delivered for the vulnerable people, changes course. You can decide to stand strongly behind the principles of climate justice, solidarity, and cooperation to respond to the intensifying suffering of people facing climate and connected crisis. We have a clear task at hand, helping people rebuild their lives for a problem they have not caused. We expect that COP27 must deliver a substantive outcome on finance to address loss and damage by agreeing to the establishment of the Loss and Damage Finance Facility. In a paper developed by Climate Action Network and Allies, we have outlined principles, functions, operational modalities of the Loss and Damage Finance Facility and how resources can be mobilized in a manner that are aligned with rights and climate justice. I speak from the experience as someone who has worked on the ground with impacted communities. Communities need finance to address loss and damage now. There is no other option, no endless talks to be had. We must lead and Vielen deliver. Dank. Thank you very much. Vielen Dank, Mr. Singh, für diesen Appell. Alle Staaten haben Loss and Damage anerkannt, aber die institutionellen Voraussetzungen sind noch nicht da. Das haben Sie noch mal ausgeführt. Jetzt hätte Katrin Henneberger das Wort für ihre Fragen. Vielen Dank. Meine erste Frage wäre mit Blick auf die Langzeitfolgen der Klimakrise sowie den nicht ökonomischen Schäden, wie diese aus Ihrer Perspektive am besten abgefedert werden und wie wir Industriestaaten auch hier unterstützen können bzw. Verantwortung übernehmen können. Dann mit Blick auf die COP und mit Loss and Damage und dem Bilden einer Finance Facility wäre meine Frage, welche Grundsätze diese bräuchte, um wirklich klimagerecht gestaltet zu werden. Und mit Blick auf die am besonders betroffenen bzw. am stärksten betroffenen Regionen, wie beispielsweise Fidschi, mit welchen konkreten Forderungen hier gearbeitet wird und auch auf der COP präsentiert werden. Mit Blick auch auf die COP, mit welchen Strategien werden Sie in die Verhandlung gehen und was wäre aus Ihrer Perspektive das beste Outcome von der COP mit Blick auf Loss and Damage, was uns wirklich weiterbringt, weil die Klimakrise ist ja bereits grausame Realität und die Regionen brauchen jetzt Gelder und nicht erst in mehreren Jahren. Also da wäre meine Frage, was wäre aus Ihrer Perspektive
das beste Outcome und Ihre zentralen Forderungen. Danke. Herr Singh, bitte. Sie haben noch 2,5 Minuten zur Beantwortung, aber ich denke, es wird klappen. Thank you so much. Okay, let me try and use that time. First of all, rich countries have to recognize their historical responsibility. Now, this is seen as a debatable issue or a toxic issue. It is not. We know the climate crisis that we are facing right now is a result of past emissions. So recognizing the responsibility and not aggravating it further by investing in fossil fuel infrastructure, which we know is going to be redundant, we know it's going to create more standard assets. So let's not increase the problem anymore. And reduce our own emissions as rich countries and also provide support to developing countries. And Catherine, thank you very much for asking that question about non-economic losses and damages. And I must mention, when we say non-economic, that does not mean that we do not need financial resources. We are talking about loss of biodiversity, loss of culture, loss of language. Of course, you can't put a price tag to the kind of losses people are facing, but financial support can help redress that, can help them recover from that psychological impact, or even having them access to their lands after some of their homes are submerged is something where some financial support can offer. Now, in terms of principles, and you asked a very relevant question, when we talk about principles of supporting communities, it is about international cooperation and solidarity, recognizing historical responsibility and polluter-based principles. It's also about the resources need to be new and additional and have to be needs-based, adequate, predictable, and also precautionary. And we also need to provide resources so that the resources are spent which are locally driven and empower gender responsiveness and equitable representation. And this money cannot be a loan or insurance. It has to be grant-based and public, because people who have lost their homes, they don't have resources to pay for the insurance premium. So these are some of the principles that are important. And in terms of specific demands, as I mentioned, we need a new stream of funding as loss and damage finance facility. And that should be based on international cooperation and solidarity. And we have presented a 3-year timeline for that. We know everything cannot happen at this COP 27 in Sharm el-Sheikh. So at this COP, there should be an agreement on establishing the facility. Next year, we can discuss the details in terms of operational modalities, sources of money, and third year, money should start flowing and we should be able to help communities. So we have a 3-year milestones that we have presented to the negotiators. Thank you very much. Vielen Dank, Herr Singh. Dann ist als nächstes Herr Kolter von der AfD dran. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Michael Lover. Sie hatten eben vorgetragen, Loss and Damage. Mich würde noch mal interessieren, der Bereich kam mir ein bisschen zu kurz, wie Sie diese Schadensereignisse abgrenzen gegen normale Lebensrisiken oder beispielsweise normale Sturmereignisse. Wo findet diese Abgrenzung statt? Und Ihrer Meinung nach, welche Hilfsautomatismen sollten Ihrer Meinung nach in Schadensfällen einsetzen? Dann noch mal eine spezielle Frage, was den Küstenschutz betrifft. Wenn wir uns beispielsweise unsere Küsten in Deutschland oder unseres Nachbarn der Niederlande anschauen. Hier besteht, wenn der Meeresspiegel steigt, erheblicher Bedarf, hier nachzubessern, auch kostenintensiv. Glauben Sie, dass auch Industrieländer in irgendeiner Form eine internationale Unterstützung erfahren sollten? Ja, thank you very much. So, attribution of extreme events has improved significantly over the past couple of years. So now there are possibilities to assign the probability of a special extreme event to climate change. We've seen this nicely for the heat wave in North America last year. We've seen it even for the flooding in Europe. So one could easily now stay with that probability multiplied by the damage, and not only, of course, the damage in economic terms, also the damage in human terms. I mentioned the safe health parameter. One can easily assess what is the loss and damage linked to a specific event, and the attribution science will become even better in the future. One sees it from the 6th assessment report of the IPCC. So the big question is, of course, which policy instruments to actually apply. So the two main instruments are
direct payments, compensation, like Harjit Singh has mentioned, or insurance solution. Insurance solution, of course, requires that actually something can be insured. So they are difficult for people that have actually really been hit fully and lost all their resources. So we need to have a combination of the insurance because just pure exposed payments, they suffer from the problem that if you guarantee payments of all loss and damage, of course, the preparation for impacts will suffer. So one needs a combination, but it's clear that the most vulnerable ones will have difficulties actually to face insurance. With regard to the coastal adaptation, of course, coastal adaptation is highly relevant in Europe. I would expect that our countries are able to face this. We've seen the dike renovation programs in Germany, in the Netherlands. They've been funded out of public budget, so I would not expect any international climate finance to be available for those programs. Thank you. Vielen Dank. Dann als nächster Kollege Rainer Semmet von der FDP. Ja, ich hätte zunächst mal, die Frau Hen hat vorher gesagt, der Privatinvestitionssektor ist noch, sage ich mal, unterrepräsentiert. Wenn Sie das nur ein bisschen ausführen könnten, was da eigentlich angedacht ist oder was im Moment der Stand ist, würde mich interessieren. Und dann hätte ich eine Frage zur jetzigen Situation. Inwieweit decken die aktuellen Instrumente, die gerade da sind, zur Bewältigung von klimabedingten Schäden und Verlusten die realen Bedarfe der Bevölkerungsgruppen im globalen Süden ab? Welche Bedarfe werden derzeitig nicht abgedeckt? Und welche Erfolge oder Schwierigkeiten gab es bisher bei der Umsetzung und Planung der aktuellen Instrumente? Und dann hätte ich noch eine dritte Frage. Das ist, wie werden ökonomische sowie nicht ökonomische Schäden durch Langzeitfolgen wie zum Beispiel Anstieg des Meeresspiegels oder des Verlustes von Biodiversität bewertet und abgedeckt? Ja, vielen Dank. Privatsektor, die aktuelle Situation hinsichtlich der 100 Milliarden ist, dass der Teil öffentliche Finanzierung von Gebern wie Deutschland, auch der Teil über die multilateralen Entwicklungsbanken sich positiv und ansteigend verändert hat. Dass aber das, was wir mit diesen Mitteln von Privatsektor hebeln können, einfach hinter allen Erwartungen zurückgeblieben ist. Dieses Shifting the Trillions, also das, was ja draußen ist an Investitionen, ne, und nicht in den grünen, nachhaltigen Klimaschutz, Klimaanpassung gelenkt werden kann, das schaffen wir zum einen mit den eingesetzten Instrumenten, gerade von den multilateralen Entwicklungsbanken, offensichtlich noch nicht gut genug. Und auch die Anreize für den Privatsektor, sich hier zu engagieren, gerade auch was die Setzung der Rahmenbedingungen angeht. Ich meine, Taxonomie ist so ein Schritt in die Richtung. Die sind da einfach auch noch nicht ausreichend. Und deswegen ist gerade das, was jetzt bei der Jahrestagung die Bundesregierung da auch mit der Weltbank oder bei der Weltbank versucht, mit den Amerikanern und den G7 anzustoßen, total wichtig. Reale Bedarfe, das hatten wir vorhin schon mal das Thema, das fällt natürlich einfach weit auseinander. Geschätzt wird, dass mehrere hundert Milliarden an Loss and Damage Bedarf jährlich besteht. Ich meine, wir müssen auf die 30 Milliarden Ahrtal gucken, dann haben wir so eine Einordnung, wenn wir dann Pakistan und die anderen Ereignisse, die auch Herr Singh nannte, hinzunehmen. Die Herausforderungen bislang sind, dass einfach in den Ländern ein kohärentes Krisenmanagement notwendig ist. Einfach Analyse, was sind die Risiken, was sind meine zentralen Maßnahmen und die dann mit internationaler Unterstützung auch abzudecken. Und da ist ein wichtiger Teil aus unserer Perspektive, dass wir eine vorbereitete Finanzierung haben. Das können Versicherungen, soziale Sicherungen etc. sein, die dann, das passiert, das sind die Erfolge, spätestens zwei Wochen nach einem Schadensereignis dann auch bei der Kleinbäuerin sind, weil das soziale Sicherungsnetz, was genau die vulnerablen Gruppen kennt, dann in der Lage ist, kurzfristig auszuzahlen.
Und damit haben wir wirklich im Senegal zum Beispiel 2021 bei der Dürre 8 Millionen Menschen direkt erreichen können. Nicht ökonomische Schäden ist total relevant, genau wie Slow-Onset-Events, kann ich Herrn Singh nur recht geben. Und das kann mit Versicherungslösungen zum Beispiel nicht abgedeckt werden. Vielen Dank auch für die Erinnerung ans Ahrtal und wie viel da in sehr kurzer Zeit mobilisiert wurde, weil einfach die Basisinfrastruktur vor Ort zerstört war. Also da haben wir das als Deutschland mal selber live miterlebt. Ja, die Linke lässt sich entschuldigen und für heute. Und Herr Keuter ist auch in der zweiten Runde nicht da. Insofern haben wir etwas Zeit gewonnen. Von daher nach der zweiten Runde, wenn noch Nachfragen sind, können wir das gerne machen. Würden dann jetzt in die zweite Runde zum Thema einsteigen. Und das wäre wieder die Sozialdemokratie. Wer möchte fragen? Nina Scheer. Gut, dann hätte ich einmal noch mal kurz eine Nachfrage bezüglich dieser Systematik, wie das zu verstehen war. Ich bin da auch vielleicht nicht so sehr im Detail, bitte ich zu entschuldigen. Die Frage, wie man an Schulden ansetzt, also da muss ich das so verstehen, dass dann die Hilfe so aussieht, man macht eine Art individuellen Schuldenschnitt? Oder ist es ein finanzielles Eingreifen mit Blick auf ein sich besseres schützen können? Ja, das habe ich nicht ganz verstanden, deswegen nochmal die Nachfrage. Und daran knüpft dann auch gleich noch eine zweite Frage, ob es auch eine Verquickung zwischen rein ökonomischen Versicherungsleistungen gibt und direkten Investitionsmöglichkeiten zur Überwindung von Anfälligkeiten in Bezug auf Klimafolgeschäden. Und ich würde jetzt sagen nochmal an Frau Henn gerichtet, aber gerne auch an die anderen, die dazu gerne was sagen möchten. Versuche ich ganz schnell. Verschuldung ist ein total relevantes Thema im Klimakontext. Für die Länder, die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit empfangen, aber natürlich auch für die anderen Länder, die in dem Sinne auch nicht an denselben Mechanismen, die denen zugänglich sind. Ich glaube, da müssen wir auch im Kontext internationaler Währungsfonds und dem neuen Resilient Sustainability Trust noch mal innovativer werden. Da gibt es ja auch schon erste gute Unternehmungen. In Verbindung jetzt mit dem, was wir mit dem Schutzschirm andenken, da ist ein ganz konkretes Element, das einfach für Länder, die ja auch zinsverbilligte Kredite aufnehmen, für Infrastruktur etc., dass nicht, dass im Fall eines Klimaereignisses dann einfach mit so einem Kredit ganz klar eine Aussetzung verbunden sein kann des Schuldendienstes. Damit einfach nicht dann noch, damit die Mittel, die dann eigentlich für den Schuldendienst vorgesehen sind, zur Verfügung stehen im Land, um auf das Schadensereignis zu reagieren. Und diese fiskalischen Möglichkeiten, die sonst eingeschränkt sind, ganz unmittelbar zu schaffen, ne, bevor sie mühsam dahin geschafft werden können. Versicherung und Anreize ist total relevant. Wir dürfen auf gar keinen Fall den Impuls geben, dass man nicht in Anpassungen, in Strukturen auch den Effekt der Klimaereignisse mindern können, dass wir da keine falschen Anreize schaffen. Es gibt aber gute Beispiele, Versicherungen, gerade mit Kleinbauern, wo man zum Beispiel für die Kleinbäuerin die Prämien verringert oder ganz wegfallen lässt, wenn terrassiert wird oder andere Elemente, die dann die Effekte reduzieren, dann einbaut. Ja, und dasselbe kann man für Staaten. Mit der African Risk Capacity gibt es da auch ein gutes Instrument, was da Anreize schafft und dann damit auch, glaube ich, effiziente, effektive Instrumente ermöglicht. Entschuldigung. Alles gut, noch eine Minute. Herr Michael Lover, möchten Sie noch ergänzen? Yes, thank you. So, of course, there is the instrument of debt for climate swaps that has been brought up most recently. We have some examples, for example, from the Seychelles, where debt was converted into payments that now enable adaptation program in the marine sector of the Seychelles. And the Egyptian presidency of COP27 has made debt for climate swaps one of their priorities. Thank you. Vielen Dank für die Ergänzung. Wie gesagt, wenn wir da noch
Zeit haben, können wir auf weitere Details hier auf jeden Fall auch noch eingehen, auch in der Frage. Dann würde für die Union Anja Weisgerber fragen. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Wir uns wiedersehen, nachdem wir uns im Umweltausschuss ja leider nicht mehr treffen. Aber dafür im Unterausschuss. Dafür im Unterausschuss. Genau. Ja, also ich würde ganz gerne noch mal nachfragen zu den Finanzmitteln, zu den 100 Milliarden für die Entwicklungs- und Schwellenländer. Wir haben ja gehört, dass die 100 Milliarden noch nicht alle zusammengetragen werden konnten. Das Deutschland, haben wir jetzt ja vorhin gehört, auch seinen Beitrag nach wie vor dazu leisten möchte. Ein entscheidender Weg zum Erfolg oder Instrument zum Erfolg ist ja auch, dass wir auch private Mittel akquirieren können. Da würde ich gerne um Einschätzung bitten und da würde ich auch gerne die Frage mit verbinden, wie denn das neue Instrument, für das wir sehr bei den Klimakonferenzen gekämpft haben, mit dem Artikel 6 auch in dem Zusammenhang vielleicht eine Rolle spielen kann. Die Frage würde ich gerne Ihnen stellen, aber auch gerne an den Herrn Dr. Michael Lover, weil ich jetzt auch gesehen habe, dass er zu CDM ja Experte ist. Und wir hatten ja immer bei Artikel 6 die Diskussion, dass wir die Fehler, die bei CDM gemacht wurden, dass wir die nicht wiederholen und dass wir auf keinen Fall Doppelanrechnungen bekommen, was ganz wichtig war. Aber ich glaube, das ist ja dann in der endgültigen Regelung auch gelungen. Also welche Chance steckt auch da drin für die Entwicklungs- und Schwellenländer und für das Zusammenbringen auch der privaten Finanzmittel? An Sie und an Herrn Dr. Michael Lohr. Dann fange ich kurz an. Also private Finanzierung, da sehen wir auch bei der deutschen Klimafinanzierungszahl, dass der geringe Anteil, wenn wir jetzt auf die neuen Zahlen 2021 gucken, sogar noch rückläufig war. Kann man mit Covid erklären, aber vielleicht auch andere Faktoren. Und ich würde jetzt noch mal zwei nennen. Artikel 6 ist hier wirklich Herr Michael Lover der Experte, aber da ist Potenzial. Da gibt es aber jetzt auch noch Unsicherheiten und auch die Rahmenbedingungen in Entwicklungsländern sind, was da Transparenz, Kataster, also Erfassungsstellen etc. angeht, auch noch nicht gut. Und Rahmenbedingungen würde ich neben dem, was wir vorhin schon hatten, mit Garantien, innovative Instrumente, da auch mehr Risiken für den Privatsektor abzufedern, sind gerade die Gestaltung von Rahmenbedingungen, Rechtssicherheit auch für Privatsektor im globalen Süden, ambitionierte Klima- und Energiepolitiken, die Investitionen dann auch anreizen. Das sind entscheidende Hebel, wo wir auch im BMZ ansetzen. Herr Michael Lover, bitte. Yes, thank you very much. So Article 6 has one cooperation on a bilateral way. That's the so-called Article 6.2 that is can be developed by countries. And our southern neighbor Switzerland is going ahead full steam. They have more than 10 bilateral agreements already. They've also set up a structure, a public-private partnership called CLIC, which is generating tenders for activities in various countries with which these bilateral agreements have been done. For example, Ghana has already set up a full national level framework, so their registry and authorization processes are fully developed. So Article 6.2 is actually ready for operationalization. Of course, one needs to apply a good national strategy to mobilize private sector, because private sector, after the crash in prices in the CDM credits, has been rather reluctant to engage in the compliance markets. But of course, the strong upswing of the so-called voluntary carbon markets over the last 3 years has shown that private sector is still seeing international carbon markets as an important way to go. So we need now more governments following Switzerland, for example, the Scandinavian countries, but also Japan, Korea. And hopefully also the EU will give up its opposition against these international carbon markets, because now the principles are set really tightly for all the credits that are transferred, so-called corresponding adjustments need to be undertaken. Reporting and transparency needs to be ensured. The additionality problem that we had with CDM will now be addressed through stronger approaches, and also the setting of the reference scenarios, the so-called baselines, will become more stringent. So I would see Article 6 as a very important means to mobilize funding for mitigation action in developing countries. Thank you.
Vielen Dank. Bei Artikel 6 noch etwas Implementierungsthemen, die offen sind. Dann für die Grünen würde ich die Frage jetzt stellen, und zwar an Norbert Goris vom Auswärtigen Amt. Wir haben ja gehört, auch heute Nachmittag schon, dass Jennifer Morgan als Fazilitatorin, weiß nicht, wie der genaue deutsche Begriff ist, ja eine wichtige Rolle einnimmt bei den Verhandlungen zu Loss and Damage. Da aber ja sozusagen alle Staaten irgendwie zusammenbringen muss, also das heißt ja dann nicht direkt nur in der deutschen Position unterwegs sein kann, also eine schwierige Rolle auch. Wie groß ist der Einfluss, den die Staatsministerin hier aus ihrer Sicht einbringen kann? Welche Fortschritte erwarten Sie? Und damit einhergehend die große Schwierigkeit, auch die Industriestaaten zu überzeugen, bei dem Weg Loss und Damage mitzugehen, die bisher da sperrig sind. Ich weiß, das können wir jetzt nicht hier im Ausschuss lösen, aber was sind Wege, um auch diese Staaten auf dem Weg mitzunehmen aus Ihrer Sicht? Danke, danke für die Frage. Ja, Jennifer Morgan ist gefragt worden von Ägypten, der kommenden Präsidentschaft, ob sie zusammen mit der chilenischen Umweltministerin bei dem Thema, was erkennbar ein sehr strittiges Thema bei der COP sein wird, helfen kann. Im Grunde, was sie zunächst machen, konsultieren. Sie konsultieren die verschiedenen Verhandlungsgruppen, fragen, wie die Positionen sind und versuchen dann, Kompromissvorschläge zu machen, konsultieren die wieder, bis sie dann hinterher am Ende das Ergebnis der Präsidentschaft übergeben, die dann versuchen muss, daraus dann eine Entscheidung zu formulieren, die konsensfähig ist. Sie handelt dann genau wie Sie schon gesagt haben, nicht als Deutschland und auch nicht als EU, sondern sie handelt im Auftrag der Präsidentschaft. Sie hat natürlich einen Einfluss, aber es ist eine Moderation, die sie macht, eine Moderation zwischen zwei oder zwischen mehreren Parteien, die unterschiedliche Positionen haben. Ich will vielleicht die Gelegenheit auch nutzen, noch mal zu sagen, worum es geht. Es geht zum einen darum, ob Loss and Damage ein ständiger Tagesordnungspunkt bei den Klimakonferenzen sein soll. Die Ministerin hat da heute Nachmittag schon zugesprochen. Das sieht wohl so aus, dass das für viele akzeptabel ist. Da kommt es dann noch auf die genauen Rahmenbedingungen an. Wird das unter dem Paris-Abkommen sein? Wird das unter der Klimarahmenkonvention sein? Welche Themen werden da adressiert? Das Wort adressieren ist schon gleich eines davon. Geht es um die Minimierung von Loss and Damage? Geht es um die Kompensation von Loss and Damage oder die Finanzierung von Loss and Damage Schäden? Das ist eine strittige Frage. Es geht des Weiteren darum, wie geht es weiter mit dem sogenannten Glasgow-Dialog, der eben die Frage beantworten soll, gibt es oder soll es ein neues Finanzierungsinstrument geben? Da hat Harriet Singh überall gesprochen, also die berühmte Frage nach einer Facility. Das ist hoch umstritten. Wir als Deutschland, wenn ich da mal rausspringen darf, sind der Meinung, dass man hier auch mal schauen soll, was gibt es schon alles für Instrumente, nicht nur in UNFCCC, sondern auch außerhalb von UNFCCC, die da dafür auch in Frage kommen, bevor man sofort eine neue Institution etabliert. Aber das ist eine Frage, die sie auch konsultieren wird. Und dann geht es noch um die Frage, wie schnell und unter welchen Bedingungen das Santiago-Netzwerk, ein Wissensnetzwerk, um Wissen zu Loss and Damage zu adressieren, anzusprechen. Ich will die Gelegenheit, wenn ich jetzt noch 30 Sekunden habe, zu nutzen, noch was zu Artikel 6 zu sagen, weil die Frage eben kam. Also Artikel 6 und Artikel 6.2 ist im Grunde Kompensation. Die Schweiz bezahlt dafür, dass sie weniger mindern muss. Das hat nichts zu tun mit den 100 Milliarden. Die 100 Milliarden sind Unterstützung für Entwicklungsländer, die unabhängig davon sind. Also alle Mittel, die bei Artikel 6 fließen, können nicht angerechnet werden auf die Klimafinanzierung, so wie wir sie bei den 100 Milliarden diskutieren. Danke. Vielen Dank auch nochmal für die Klarstellung. Dazu ist ja doch sehr komplex die ganze Materie und genau für die Info dazu. Dann wäre jetzt Rainer Semmet von der FDP dran. Ja, nochmal drauf. Sie haben vorher auch gesagt, es ist sogar eher ein Rückgang zu sehen an Klima, an Privatinvestitionen in der letzten Zeit, dass das rückläufig ist. Wenn ich privat was investiere, brauche ich ja immer einen Anreiz dazu, um das zu tun. Das heißt, gibt es da ein bisschen Vorstellungen, wie man da was ändern könnte, dass dieser Anreiz für Private größer wird, um etwas zu tun? Das Beispiel, was Sie gebracht haben, ist ja gut. Wenn ich terrassiere, schaffe ich einen Vorteil für zukünftige Zeiten und muss dafür keine Versicherung bezahlen beispielsweise. Aber das jetzt mal hochskaliert auf
vielleicht ein bisschen größere Investoren, die in irgendeiner Art und Weise da auch tätig werden wollen. Und dann hätte ich gerne, wenn Sie das nochmal machen könnten, wir haben ja die zwei Dinge. Wir haben den Schutzschirm und wir haben Finance Facility for Loss and Damage. Ob Sie da vielleicht nochmal die Schwachstellen und die Potenziale gegenüberstellen können von diesen beiden Dingern und in welcher Kombination das zu welchen Ergebnissen führt. Fragen gehen alle an Frau Henn, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht, wer es am besten beantworten kann. Okay, wer möchte beginnen? Herr Singh hat sich auch gemeldet, aber ich weiß nicht, ob zu diesen Fragen. Ja. Herr Singh, möchten Sie beginnen? Yeah, it's connected to the previous one, but I can also partly respond to this one, if you allow. Should I? I also wanted to underline the fact that the Glasgow dialogue, which was agreed at the very last day, in fact, the extended day of climate negotiations at COP26, is inadequate because it's only one consultation which already finished and we have not even seen the report. So it is not a process that's going to deliver what is needed. And I wanted to briefly touch upon the point which is carrot and stick, not exactly carrot and stick, but understanding if we do not agree on the facility, what will happen? It will delay mitigation and adaptation actions. Just think of Pakistan. Do you think we can talk to Pakistan about solar panels or less use of coal or waste management right now or retrofitting? No, we have to first help Pakistan to rebuild its infrastructure and homes. So the support for addressing loss and damage is absolutely fundamental. The cost is going to go up if we don't support countries who are facing impacts now. And it will also affect global economy. And I want to give example of India. Because of the Russian war in Ukraine, wheat supplies were affected. And India, being an agriculture-driven country, stepped up, but then had to stop its export because of heat wave. Look at the connection. So adaptation and loss and damage are not just national issues. India could have helped the global community to meet that deficit, but could not because of a climate disaster. And the other things that we are also seeing is litigation cases are going up, because the UN system is not being able to help people through the principles of cooperation and solidarity. And inaction in these multilateral processes will also erode trust. We are building a global community. That's why we have United Nations. If we do not perform there, if we do not promote solidarity and cooperation, we will fail as the global community. So it's extremely important from economy perspective, the global economy, it's all intertwined. And also the global community that we want to build on the basis of solidarity. Thank you. Soll ich noch kurz ergänzen zu den konkreten Fragen? Also Schutzschirm oder Fazilität, da ist kein Entweder-Oder, sondern aus Sicht der Bundesregierung müssen wir die existierenden Institutionen außerhalb von UNFCCC und innerhalb von UNFCCC verbessern, damit die der Herausforderung, die ja kommen wird, den Klimakrisen einfach besser antworten können. Das heißt, es muss beides vorangetrieben werden und eine neue Fazilität ist, wie ich am Anfang sagte, nicht zwingend die effizienteste und effektivste Lösung für vulnerable Menschen heute, morgen und übermorgen. Zur Privatfinanzierung nur ganz kurz. Ich glaube, wir brauchen Anreize für den Privatsektor und wir müssen das Risiko unterstützen. Und die Analysen zeigen, das dritte Element, was notwendig ist, ist unterstützen beim Aufbau von einer Projektpipeline, konkreten finanzierungsfähigen Projekten. Und da kommt eben gerade den Rahmenbedingungen für Anreize eine große Bedeutung zu, gerade auch beim Anpassungssektor. Wir wissen, dass 80% ungefähr der Schäden auch vermieden werden können, wenn wir anders bauen. Wo anders bauen, wenn wir andere Risikomechanismen haben, Leute früher unterbringen etc. Und wenn zum Beispiel die Bauvorschriften in Ländern entsprechend gestaltet werden, das gilt ja für Deutschland ganz genauso, dann setzt man die Anreize für Investitionen, für Privatsektor eben auch entsprechend. Ja, und dann werden das plötzlich Anpassungsmaßnahmen, was eine stinknormale Baumaßnahme ist. Vielen Dank. Das zeigt, glaube ich, nochmal, wie die Maßnahmenfinanzierung einfach auch ineinander übergehen und dass man das zusammendenken muss. Deswegen ist ja die Zusammenarbeit der Ministerien so wichtig, die alle auf diesen verschiedenen, und klappt sehr gut, wie wir sehen, verschiedenen Ebenen unterwegs sind.
Gibt es jetzt noch eine dringliche Nachfrage zur ersten zum Thema Klimafinanzierung, Loss and Damage? Dann könnten wir das hier noch machen. Wenn das nicht der Fall ist, ja, bitte. Ganz kurz, weil Sie gerade auch erwähnten, Frau Henn, dass die Mittel von den privaten Investoren leider zurückgegangen sind. Es gibt ja eigentlich im Moment ein großes Bedürfnis auch der Unternehmen, auch nach außen deutlich zu machen, dass sie klimaneutral sind. Und das schaffen sie ja oft nicht nur mit Maßnahmen in ihren Betrieben. Da hat Gerd Müller ja auch Projekte und Möglichkeiten auf die Beine gestellt, dass wenn Unternehmen auch in Entwicklungs- und Schwellenländer investieren, Anpassung oder CO2-Reduzierung, dass sie dann auch, dass es auch anrechenbar gemacht werden kann, dass es auch ausgerechnet werden kann und dann in die Bilanz auch mit einbezogen werden kann. Das wäre doch eigentlich auch eine Möglichkeit, dass man mehr private Mittel akquirieren, oder wie sehen Sie das? Also das sind zwei relevante, aber unterschiedliche Stränge. Das eine ist sind die freiwilligen Maßnahmen, auch in Artikel 6, wo Unternehmen jetzt unter entweder dem Stichwort Klimaneutralität eigene Anstrengungen zur Minderung machen und die Lücke, die bleibt, hoffentlich abnimmt, dann mit eben Maßnahmen im globalen Süden dann ergänzen. Aber das zahlt eben nicht auf die Klimafinanzierung ein, sondern unter den 100 Milliarden dazu zählt das, was wir quasi mit öffentlich finanzierten Maßnahmen, wir schaffen zum Beispiel einen Fonds, wir sichern das erste Risiko First Loss ab für Unternehmen, die dann in erneuerbare Energien in Burkina Faso investieren. Aber nur diese mit öffentlichen Mitteln gehebelten privaten Mittel zahlen auf die 100 Milliarden ein. Also das sind so die zwei unterschiedlichen Stränge dort. Vielen Dank. Dann würden wir jetzt in die zweite Runde einsteigen und mit unserer Sachverständigen zum Thema Menschenrechte und Klimaproteste in Ägypten, Beteiligung der Zivilgesellschaft an der COP beginnen, Frau Leslie Pickmal. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Sie können ja gleich noch korrigieren. Vom Cairo Institute for Human Rights Studies. Wir bitten Sie um Ihren Impuls, wenn möglich so um die 5 Minuten. Vielen Dank. Thank you very much, and I would like to thank the subcommittee for receiving me this evening. I'm very happy to have a discussion with you today. In this presentation, I will be highlighting the positions, demands, and recommendations put forward by the Egyptian human rights movement in a global online petition on the COP27 and civic space, which I encourage you to review and support. Egypt is going through a very severe human rights crisis. There is widespread and systematic use of torture, large numbers of enforced disappearances with near complete impunity of security bodies for this. We've seen an alarmingly high number of death sentences passed, including after patently unfair mass trials. Egypt is now among the highest number of executions in the world. The country has seen a complete rollback of the democratic gains won by the people in 2011, with no remaining spaces for real peaceful opposition or for independent participation in public affairs. We see no concrete progress in any major human rights field, be it women's and girls' rights, workers' rights, environmental rights, refugees, migrants, and asylum seekers' rights, minority rights, or LGBTQI+ rights. This year, the Egyptian authorities have been continuing their harsh crackdown, not only on political opposition, but also on all forms of real or perceived dissent. And this also affects climate and environmental activists. I'd like to refer you to the important reporting published recently by Human Rights Watch on this topic. This repression involves a severe closure of the public sphere and civic space, a harsh and systematic crackdown, through legislation and security bodies practices on the key rights which are necessary for events like the COP27 to run normally: freedoms of expression, peaceful assembly and association, and of the press. I'll be happy to elaborate more on these in the discussion. Civil society organizations, including environmental NGOs, are subject to a harshly repressive legal framework.
which has been denounced by UN human rights experts. It places draconian restrictions on all aspects of civil society activity. Like other civil society voices, the environmental actors Human Rights Watch interviewed also reported harassment, intimidation tactics, including arrests, difficulties traveling, and creating a general atmosphere of fear. Their activity is tolerated on a limited range of topics without any criticism of government policy or practice. And a number of these, like many other activists in other fields, have had no choice but to leave the country or to suspend or cut down activities to remain under the radar. Reprisals and other severe violations against Egyptian human rights defenders and activists, including environmental, have increased. I'd like to highlight the case of Dr. Ahmed Amesha. He has been active in advocacy for environmental rights as well as other issues. Dr. Amesha was detained and forcibly disappeared, allegedly tortured, remanded twice into arbitrary pretrial detention for over 860 days in total in the last 5 years. He remains behind bars and has been referred to trial before a terrorism circuit of a criminal court. There are still tens of thousands of political prisoners in Egypt today, including environmental rights activists. Increased international scrutiny of Egypt's rights record has allowed for some prisoner releases this year. And this shows international pressure can work, but the number of prisoners released or pardoned in the last 6 months is a tiny fraction of the tens of thousands of political prisoners still behind bars. In sum, we see no change to the general practice of punitive pretrial detention in Egypt on a massive scale, while prison conditions remain brutal and dangerous, including for women. What does this mean concretely for COP27? Well, 10 days ago, UN rights experts issued a statement warning that the severe restrictions imposed by Egyptian authorities and obstacles imposed on access to COP27 are already hindering the full and meaningful participation of journalists, activists, rights defenders, civil society, youth groups, and indigenous peoples' representatives at the COP. Independent regional and Egyptian rights NGOs, including my own, have been refused access to the ad hoc process set up by the Egyptian government to have the UNFCCC secretariat register 30 or so Egyptian NGOs selected by the Egyptian authorities for COP access. African climate activists expressed concern and frustration about the difficulty in accessing the COP in a recent article, while the Egyptian foreign minister announced a specific facility adjacent to the conference center where COP is to be held will be devoted to protests, implying that peaceful protests will not be tolerated elsewhere. This is not equivalent to normal use of the public space for peaceful assembly. Meanwhile, the authorities have been using the fact that they're hosting COP27 to enhance Egypt's international image and greenwash their human rights record. We have significant concerns about subsequent reprisals later this year against any Egyptians who speak up about rights, democracy, repression, or criticize any government policy or practice during the COP. A number of political prisoners recently released have been quietly threatened with re-arrest after the COP. In conclusion, there's a need for sustained international pressure on Egypt, for more than superficial and limited gestures, but for lasting and real reform to open civic space and cease the practice of mass punitive arbitrary detention. These asks are highlighted by the Egyptian human rights movement in a global online petition, which I'll be sharing the link to in the chat. Vielen Dank, Frau Pickmal, für Ihren Input und ja, die dramatischen Schilderungen, die uns natürlich auch wirklich aufrütteln, weswegen wir unbedingt bei der Klimakonferenz das Thema Menschenrechte nicht aussparen wollen. Wir steigen jetzt in die Fragerunde ein für die SPD, Timon Gremmels. Ja, die spannende Frage, die sich ja stellt, auch aus Sicht Ihrer Perspektive der NGOs, ist eine solche Konferenz deswegen der richtige Ort, dahin zu gehen, um den Fokus darauf zu legen, um auch die Öffentlichkeit auf die Situation aufmerksam zu machen? Oder sagen Sie, solche Staaten und solche Veranstaltungen dürfen nicht in solchen Staaten stattfinden, die die Menschenrechte und die zivilgesellschaftliche Partizipation einschränken? Ich kann nur sagen, heute Morgen war die Ministerin heute Nachmittag hier, es war ja auch eine öffentliche Sitzung, und hat sie auch noch mal deutlich gesagt, wie wichtig das ist, dass eben nicht nur
die Umwelt-NGOs partizipieren und teilhaben dürfen, sondern alle zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und ich finde das ein starkes Zeichen. Und ich glaube, das kann man auch für den Ausschuss hier sagen, dass wir das ausdrücklich wünschen. Das ist der Erfolgsgarant der COP, dass es eine breite zivilgesellschaftliche Beteiligung und Partizipation gibt. Und das muss in allen Austragungsländern gewährleistet sein. Das muss man auch einfordern. Und das tun wir auch ganz deutlich. Thank you. Well, when you ask whether COP should take place in repressive countries with authoritarian regimes, that's an important question. It's been questioned by members of the European Parliament in a resolution that's currently before the EP. However, that will be for following years. Right now, the COP27 is going to take place in Egypt. So in view of that, I would encourage principled political voices such as yourselves to attend and to speak about both climate justice and human rights, and to refuse the artificial separation of these two aspects, separation of climate justice from human rights, separation of climate justice from civic space, that the Egyptian authorities are asserting. Your voice can play an important role right now. For future years, my personal opinion as a non-expert on the climate conferences would be yes, that of course human rights and civic space criteria should be studied carefully before a conference venue is selected in order to ensure that reasonable participation can take place and that it can be effective. Vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle auch noch unsere beiden Sachverständigen aus der letzten Runde natürlich offiziell verabschieden, Herr Michael Lover und Herrn Sink, die uns, glaube ich, auch noch zuhören. Vielen Dank für Ihre Beiträge in der Runde. Jetzt geht es weiter mit der Union, mit Anja Weisgerber. Es ist ja so, dass die Regierung, wie ich lesen kann, auch verweist auf eine nationale Menschenrechtsstrategie, die ägyptischen Behörden wohl ohne Beteiligung der Menschenrechtsorganisationen verabschiedet hat, sie auch nicht konsultiert hat, aber gleichzeitig als Alibi immer wieder auf diese Strategie verwiesen wird, die wohl auf 5 Jahre angelegt ist. Und trotzdem finden ja dann doch immer wieder Inhaftierungen statt unter grausamen, unmenschlichen Bedingungen. Ich würde jetzt einfach gern die Frage stellen wollen, wenn jetzt wirklich die Welt zu Gast ist in Ägypten, ob da auch eine Chance besteht, die Regierung an der Stelle auch zu stellen und zu sagen, dass diese Strategie auch mit Leben gefüllt werden muss. I would agree, indeed. It's important from our perspective to note that there is very problematic content in the National Human Rights Strategy document itself, unfortunately, not least because it's written based on the premise that the main reason for any human rights issues or shortcomings there may be in Egypt are in fact a lack of popular awareness and understanding of rights, lack of civil society participation on topics of human rights. It's not pointing at the perpetrators of the gravest violations. The state responsibility to defend and uphold human rights is not highlighted in the document. And there are, of course, many, many other shortcomings in the document. However, indeed, even the limited good points in there, good ideas such as reviewing legislation to limit the very large number of crimes that bear the death penalty in Egyptian law, these have not been implemented. So indeed, in conclusion, I would agree with you that it would be very important to during your presence in Egypt or any official dialogue on the opportunity of the COP to call on the Egyptian authorities to implement these few good points in the strategy, but more broadly to really address the gravest human rights violations in the country and to tackle impunity, a massive problem of impunity from security bodies. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen, Katrin Henneberger. Vielen Dank. Für die von uns, die zu COP fahren, denke ich, ist es eine sehr große Verantwortung, dass wir das Thema Menschenrechte angehen.
kritisieren, auffordern, dass die politischen Gefangenen freigelassen werden und auch auffordern, dass Zivilgesellschaft freien Zugang zur COP erhält. Und zwar nicht nur die Umweltzivilgesellschaft, sondern besonders auch die Menschenrechtszivilgesellschaft. Meine Frage an Wisi wäre, welche Handlungsempfehlungen haben Sie für uns? Was würden Sie sich wünschen, wie wir Abgeordnete agieren? Und auch mit Blick auf die Situation nach der COP, also wenn die Öffentlichkeit entschwunden ist, können Sie das noch mal weiter ausführen, welche Gefahren dann drohen und auch aus Ihrer Perspektive, wie wir im Nachgang der COP auch agieren sollten, damit Menschenrechts- als auch Klima- und Umweltaktivisten und Zivilgesellschaft, die sich geäußert haben, nicht nach der COP dann Repressionen fürchten müssen. Thank you. Very important questions. Well, I'll try to summarize recommendations briefly. Before the COP27, in the remaining little time there is, I suggest to push, of course, for progress on freedom of peaceful assembly, expression, association and the press, and the release of prisoners. Release of prisoners in a large scale, a change of policy, would be a token of, or could be a token of, the Egyptian authorities' good faith to allow proper civic participation in the COP27 without reprisal. Both before and during the COP, it's very important to refuse the artificial separation of climate justice from civic space and human rights that the Egyptian authorities are asserting, and to stress that these are deeply tied together. Of course, during the COP, to highlight the human rights situation, the closure of civic space, and to express solidarity with Egyptian rights activists, civil society, prisoners of conscience. After the COP, really, of course, as you were hinting, it is extremely important to continue to monitor the situation in Egypt, to respond to any reprisals that may take place, to see whether any limited progress that has already occurred, such as the political prisoner releases in 2022, is undone. For example, are these people rearrested? Are others who called to demonstrate, for example, arrested? In general, more broadly, Germany is a major ally, trade partner, and creditor of Egypt. At all levels, there needs to be pressure for more human rights conditionality of German support to Egypt, be it at the bilateral level, the EU level, or through international or European financial institutions, as well as at the multilateral level, where Germany can play an important role at the UN Human Rights Council to push for state action at that level. Finally, any mechanism of reparations for loss and damage that you support, well, there needs to be careful attention to ensure it does not inadvertently serve to strengthen authoritarian rulers like those of Egypt. Vielen Dank. Das wird natürlich nicht allzu leicht sein mit der Anzahl autoritärer Regime in der Welt, aber das ist natürlich genau das Spannungsfeld, das wir besprechen. Als letzter Fragender in der Runde Rainer Semmit von der FDP. Ja, genau. Das ist eigentlich auch das, wo ich noch mal was dazu sagen wollte. Wir sind im Konkurrenz, im System, Wettbewerb, autoritäre Systeme gegenüber freiheitlichen, demokratischen Systemen. Und ich sehe das, um jetzt mal ein bisschen wegzugehen, vielleicht ist das auch ein Beispiel jetzt für Ägypten, wo man sehen kann, man sieht ja, wie es anfängt. Man versucht irgendwie zu tricksen, versucht sich ein gutes Image zu geben, auch um natürlich ein bisschen Publicity zu haben. Aber im Ende, was dahinter steckt, ist ja das gleiche System, wie es vorher war. Und das ist autoritär. Und die Problematik werden wir ja in allen anderen Geschichten auch haben, wenn es dann auch um wirtschaftliche Zusammenarbeit oder gemeinsame Projekte geht. Da ja gerade die Länder des globalen Südens sehr häufig autoritäre Systeme sind. Und da kommt natürlich ein drittes dazu. Wir haben einen sehr starken Konkurrenten, das ist China, der gerade in Afrika auf unterschiedliche Art und Weise auch sehr viel Einfluss nimmt und Einfluss zu gewinnen versucht. Also das ist eine ganz spannende Geschichte, die da noch vor uns liegt, wo wir, glaube ich, noch sehr viel drüber reden müssen in der Zukunft, wie wir damit umgehen können. Das ist jetzt keine Frage.
kann ja das Spannungsfeld auch noch mal aufmachen. Ja, und diesen Appell an uns geben, sicher auch einen Appell an den Unterausschuss, diesem Thema noch mal weiter Raum einzuräumen, weil das ist eine Frage in der Klimapolitik. Früher hatten wir immer ganz große Diskussionen, was ist mit China? Ja, größter Emittent, und wie arbeiten wir dann eigentlich doch zusammen, weil im Klimaschutz ist China unverzichtbar. Und das ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund geraten, die Frage, aber das ist natürlich genau in diesem Spannungsfeld. Frau Pickmal, möchten Sie abschließend noch eine Bemerkung machen, weil oder ja, noch eine Frage von Herrn Kremis, weil Sie ganz kurz, weil das ist ja jetzt kein Solitär. Wir sind jetzt in Sharm el-Sheikh und ich glaube, die nächste Konferenz ist Dubai oder wo. Also wir werden das Thema wird uns ja begleiten. Ich glaube, wir müssen da jetzt auch Signale setzen und auch nochmal auch Richtung dann Dubai nochmal einsetzen. Entschuldigung, Abu Dhabi, Entschuldigung. Ja, würde ich am Ende auf jeden Fall auch noch was dazu sagen. Frau Pickmal, haben Sie noch einen letzten Kommentar für uns abschließend zu dem, was wir jetzt noch gerade diskutiert haben? Very well, thank you. Yes, indeed. I think in spite of the concerns about economic competition with powers like China, it is extremely important to remain focused on the political objectives that have been set in terms of climate, in terms of feminist foreign policy, in terms of human rights, and in terms of supporting open societies. And I believe that the multilateral fora and conferences that are important venues for global policy on pressing issues to be decided need to be approached with these values and norms in mind. That would include the COP28 also in the UAE. I'm not a specialist of the UAE, but it is extremely important indeed for human rights issues to be at the center of that conversation also. I'd like to have a thought also in closing remarks for Egyptian citizens and civil society stakeholders who are very keen to see climate being prioritized in the domestic agenda at home, and who have hopes that, or had hopes, I don't know, that COP27 could lead to some improvements in policy at home on climate and environment. And it's extremely worrying that without any balance of power in state institutions, without independent watchdogs like civil society, media, peaceful opposition, able to call out the government on its practices, there will be no real way for these Egyptian citizens to hold their own government accountable to its climate pledges after COP27. And this is something that we have to keep in mind. Thank you. Ja, vielen Dank für Ihren Input und Ihre Statements. Es gibt ja auch einfach den Nexus zwischen unserer Abhängigkeit von fossiler Energie und der Unterstützung mit diesen Geldern für autoritäre Staaten. Insofern wäre theoretisch Klimaschutz und Erneuerbare ja eigentlich unsere natürliche Allianz für mehr Demokratie in der Welt, also so in der Theorie zumindest. Aber ja, in der Praxis ist natürlich noch nicht ganz so einfach. Und wir haben ja auch noch Energiepartnerschaften mit Staaten, die noch nicht 100% demokratisch sind. Aber ich glaube, wir probieren auch, diese progressive Allianz gezielt zu stärken. Indien ist heute als Beispiel oft gefallen, heute Nachmittag auch eine große Demokratie, wenn auch sicherlich mit einigen Problemen behaftet, gerade die jetzige Regierung. Dass wir natürlich vorrangig versuchen, dann auch mit solchen Ländern Partnerschaften zu schließen. Aber das Spannungsfeld werden wir nicht vollkommen auflösen. Ich fand heute das Signal sehr wichtig, was ich hier von allen Abgeordneten gespürt habe und Fraktionen, dass alle, die sich mit der COP befassen oder eben zur COP hinfahren, dass ihnen das Thema wichtig ist. Dass wir da als deutsche Delegation auch Zeichen setzen, sei es, dass wir gemeinsam Gespräche mit Aktivistinnen führen oder bilateral und auch, wenn wir die Chance haben, mit der ägyptischen Regierung zu sprechen, dieses Thema anzubringen und natürlich in unserer Pressearbeit. Also ich glaube, das sollten wir einfach noch mal im Nachgang vom Unterausschuss bereden, wie wir das vielleicht auch in konzertierten Aktionen möglichst gut tun können. Also jeder Einzel für sich ist super und jede Fraktion, aber vielleicht können wir da auch gemeinsam als Delegation oder als Unterausschuss noch ein Zeichen setzen. Ich habe zumindest hier die
Stimmung gespürt, dass es allen wichtig wäre. Und ja, Klimaschutz und Menschenrechte gehört für uns natürlich zusammen. Und wir arbeiten da weiter dafür. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, für Ihre Zeit, Vertreterinnen und Vertreter aus den Ministerien. Vielen Dank unserer Sachverständigen jetzt noch in der dritten Runde. Und wir werden alles tun, was wir können, um die COP konstruktiv zu begleiten. Einen schönen Abend wünsche ich noch. Thank you.